Musik ist ein schönes Sprichwort. Katja, was mache ich denn, wenn ich nicht singen kann? Ich habe oft gerade in der Fortbildung von Eltern-Kind-Gruppen Leitungen das Problem, dass man einfach im Alltag ja nicht so gerne singt. Das ist ja so ein bisschen peinlich, ne? Also ich habe eine Freundin, die hat mir mal erzählt, sie hat immer im Auto mit geschlossenen Scheiben Benjamin Blümchen gehört und hat da die Lieder gelernt quasi auch, die sie dann mit ihrem Kind gesungen hat. Was ist denn, wenn ich nicht singen kann? Aber man sagt doch immer, Singen ist so wichtig, um auch die Entwicklung und Sinnesförderung von Kindern zu unterstützen. Genau. Zum einen sage ich immer, sei mutig für dein Kind, egal ob es der Regenwurm ist, den das Kind dann später bringt, oder ob es das Singen ist. Dem Kind ist es nämlich egal, ob das gut klingt oder schlecht. Es hört die Stimme seiner Mama, seines Papas, und das ist das, was das Kind liebt. In der Öffentlichkeit, in den Krabbelgruppen zu singen. Ich bin auch kein großer Sänger, und dann bin ich immer das gute Beispiel, weil ich sage, ich kann nicht singen und trotzdem singe ich mit euch. Alternativ gibt es, wie ich schon gesagt habe, ja auch die Fingerspiele. Hoppe Hoppe Reiter ist auch ein Sprechgesang. Es gibt, wir gehen auf Bärenjagd, da klappt man noch mit den Händen. Auch das ist nicht viel Gesang, sondern wie gesagt ein Sprechgesang. Das ist dieser einfache Rhythmus, den die Kinder lieben. Alle meine Enten. Das Lied reicht den Kindern tatsächlich. Das sind einfache Töne, einfache Melodie, und die gibt es mittlerweile mit ganz viel unterschiedlichen Texten, so dass ich wirklich kein großer Sänger sein muss, um mit dem Kind zu singen. Ich rate davon ab, einfach nur eine CD einzulegen und sagen, so, jetzt wird mein Kind bekommt diese Musik vorgespielt, dann hat es ja die Musik, weil das ein großer Unterschied ist, ob das eine vom Band ein Lied ist oder ob es die Stimme der Bezugsperson ist. Das hört sich für das Kind ganz anders an. Man kann die CD im Auto hören. Ich war auch ganz erstaunt, dass mein Mann die ganzen Lieder konnte. Das hatte ich dann, als wir in Urlaub gefahren sind, erfahren, weil er die ganzen Lieder mitsingen konnte. Das war auch, wir haben die im Auto gehört. Das hat den Kindern gefallen. Und dann singt man mit. Und so lernt man auch Lieder kennen. Und man muss wirklich kein großes Repertoire haben. Es reichen zwei, drei Lieder. Die Kinder lieben Wiederholungen. Es gibt ja auch mittlerweile im Internet eine ganze Reihe Portale, wo man sich Kinderlieder anhören kann und wo man sie selber lernen kann. Wir haben auf der Internetseite der Evangelischen Arbeitsstelle eine ganze Reihe Linksammlungen eingestellt. Unter Service Familienbildung finden Sie da eine ganze Reihe Seiten, wo man auch Kinderlieder findet und auch solche Anregungen. Ja, und das Basteln mit Alltagsgegenständen oder das Beschäftigen mit Alltagsgegenständen, das finde ich eine ganz wichtige Sache. Ich sage immer so salopp, wenn man wirklich Freunde hat, die man nicht so gut leiden kann und will die stressen, dann schenkt man ihnen am besten irgend so ein Fisher-Price-Ding, was unheimlich viel Lärm macht und wo die Kinder den ganzen Tag sehr, sehr viel Krach erzeugen. Aber eigentlich ist es gar nicht gut, weil ja auch kleine Kinder gar nicht so viele Geräusche so gut vertragen können. Das ist gar nicht gut für Babys. Die sind einfach gestresst, wenn ständig der Fernseher im Hintergrund läuft oder irgendeine Musikbox irgendwo steht, eine Bluetooth-Box und da einfach immer Hintergrundgeräusche sind. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, weil wir ja so im Alltag das gewöhnt sind, dass immer irgendwo ein Hintergrundgeräusch da ist. Wie siehst du das? Was hast du da für Erfahrungen? Genau, das ist das. Man hat dadurch auch keinen direkten Kontakt zu dem Kind, und das fehlt dem Kind einfach. Diese Hintergrundgeräusche, die nimmt es wahr. Das Kind starrt auch auf einen Fernsehbildschirm und kann das nicht wahrnehmen. Also das Kind, die Kinder brauchen wirklich die Person in live und nicht auf dem Bildschirm. Geräusche, dazu vielleicht auch, passt dann auch zu Singen und Rituale und Geräusche. Was wirklich hilfreich ist, ist auch schon früh Rituale einzuführen, und vielleicht möchte man nicht Kinderlieder singen den ganzen Tag, aber man möchte abends ein Einschlaflied singen und das Kind rumtragen oder auch summen. Auch das ist möglich. Und dazu muss man vielleicht auch sagen,
Man sollte sich auch wirklich raussuchen, was einem liegt. Der eine mag den Detlef Jöger, der andere den Rolf Zuckowski, wieder andere lieben klassisch unterlegte Kinderlieder. Und da kann man wirklich auch in den Portalen gucken und was gefällt mir und was mir gefällt, wende ich einfach öfter an und es gefällt dann auch meistens meinem Kind.